Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder, wieder mit dem Fred und dem Schrammo. Hallo ihr beiden. Hallöchen. Hallihallo. Ja, gerade leider die Runde verloren. Ich bin immer noch am überlegen, ob ich noch eine Runde mit den Deutschen jetzt drehe oder ob ich mal auf meine Briten gehe. Aber wir sind doch Sieger im Herzen. Was ist das denn? Ein Medium-Bomber? Was könnte ich mir denn kaufen? Ja. JU. Also ich habe die JU87D3. Die hat dann scheinbar keine Sirenen mehr. Ich habe die JU87B2. Okay, dann habe ich scheinbar keine Sirenen mehr drauf. Zumindest meine scheint mir das so. Ich glaube, die spiele ich jetzt auch einfach mal die Runde. Dann klicken wir auf Fertig. Ich werde mir mal die neue JU bestellen und werde die alte JU mal austauschen. So, ich weiß nicht, was die mehr hat. Das ist eigentlich genau die gleiche, scheint mir das zumindest. Ja, also die Sturzbomber sind echt ganz geil eigentlich, ne? Sturzbomber sind gut, ja. Mhm. Sind relativ wendig noch und haben Bomben. Ich bin überlegen, ob ich mir noch eine BF-110 kaufe. Das ist ein Heavy Fighter. Ja, aber in deutschen Heavy Fighter bin ich auch mal gespannt, wie die sind. Also da, ich bin hier noch in der Erststufe 3 bei denen, da will ich später aber auch nochmal reingucken. Ich kaufe mir hier noch die DO und dann tausche ich mal einen Dreier aus, die HE-112A0. An den Stellen, jawohl. Dann habe ich den einen Heavy Fighter noch. Den kann ich mir nicht leisten. Ja. Ich würde sagen, wir könnten dann, kann ich mir den noch im Dienst stellen? Gleich. T4er. Ja, viel mehr Geld habe ich leider nicht. Ich habe kein Geld mehr. Ich spare zurzeit ja auch auf die 100.000, weil ich, sobald ich Stufe 6 bei den Russen erreiche, dann kann ich da ja auch, was kann ich mir denn da kaufen? Warte, was wollte ich mir kaufen? Ich wollte mir dann kaufen einen Jak 1B, kann ich mir dann holen. Ja, na gut. Und warte mal, dann hole ich mir hier nochmal. Ach, bringt überhaupt nichts. Ich habe keine Gold-Credits mehr. Seid ihr bereit? Ja. Die Deutschen haben ja einen viel größeren Tech-Tree. Ja, die Deutschen haben einen sehr großen Tech-Tree. Sind noch nicht alle in der Staffel bereit. Oh, 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 oh. Ready. Oh, oh, ready, ready, oh. Dann auf und davon. Nein. Hoch in die Lüfte. Was ist denn jetzt schon wieder, Fred? Ich bin ein Trottel. Nicht auf Staffel verlassen klicken. Was hast du gemacht, Fred? Ich bin jetzt Sowjet. Sollen wir abbrechen? Du kannst wechseln. Du kannst noch wählen dabei, Land auswählen. Nee, kann ich nicht. Da müsste ich das Squad verlassen. So, wir wählen mal abbrechen. So, jetzt wähle. Boah, es tut mir so leid. So, aber eilig. Jetzt bin ich richtig. Jetzt bist du richtig? Jetzt bist du Sowjet. Nee, jetzt bin ich Ami. Mir wird Sowjet angezeigt, aber egal. Echt? Ja. Sekunde. Bist du Deutsch? Jetzt bin ich Ami. Jetzt bist du Ami. Eieieiei. Das ist runter und drüber hier. Okay, können wir? Wir können. Gut. Vor allem drüber, weil wir ja fliegen. Wunderbar. Ich fliege aber gerne drunter. Unter dem Radar. Unter drunter durch. Unter drunter durch. Runter, runter, drunter durch. Mhm. Unter dem Radar. Oh ja. Keiner, das ist natürlich eine wie gute ein Geist. Idee. Bam, bam. Spielbeitritt. Hoffentlich wird das toll. Man muss halt toll. Nur aufpassen, dass man dabei nicht unter die Räder kommt, ne? Wenn man unter dem Radar her. Ja. Also ich hoffe ja, das wird jetzt eine etwas bessere Runde. Ich weiß nicht, das wird die beste Runde, die wir jetzt gespielt haben. Meinst du? Ich bin auch hoch konzentriert. Oh. Ich hasse diese Map. Ich habe schon wieder kein Torpedo. Ich habe auch kein Torpedo. Da steht Naval Bomber bei mir. Ja, dann nimm den, das ist gut. Nimm doch einen Naval Bomber. Oh, wir haben sogar. Oh, wir haben mal hier Abendkram. Ich werde jetzt mal zuerst einen. Oh. Ich werde jetzt zuerst mal den Fighter ausprobieren, den DO217J1. Ich habe direkt meinen Sturzbomber. Oh, was? Es ist dunkel. Ja. Haben wir Scheinwerfer? Ja. Ist ja gar nichts. Ich weiß nicht, ob das Suchstrahl-Dinger sein sollen da von den Schiffen. Da kommen mal so weiße Striche hoch bei mir. Da, tatsächlich. Das habe ich auch. Ach, ja. Das sind stimmt, Scheinwerfer. Eben war das nur sporadisch, jetzt ist es aber immer da. Tatsächlich. Das ist ja cool. Ist ja What cool. The fuck? Die leuchten mich so komisch an. Das blendet mich. Wir müssen so. Jetzt auch die Ground Units zerstören, ne? Boah, Wahnsinn, ist das dunkel. Ja. Leute, das ist bei mir übelst dunkel, ich sicher kaufen hast. Du musst Richtung Sonne oder Richtung Mond. Vielleicht liegt das daran, dass du dein Fenster so hast, dass es dich blendet. Genau.
Ich muss ein bisschen langsamer fliegen. Mein Bomber heult schon. Disco Disco, genau. Ich fliege jetzt auch langsamer. Ich will nämlich den Flugplatz eigentlich einnehmen. Ich sehe es schon kommen. In dem Part krache ich mit jemandem zusammen. Ah, hallo Schrammo. Hallo. Ich weiß zwar nicht, wo du bist, aber hallo. Ich bin unter dir hergeflogen. Ach so. Stimmt, da unten bist du. Du bist ganz schön schnell. Aber gut, ich habe dir absichtlich abgebremst. Dann mache ich gleich einen Sturzflug auf die Zerstörer. Achso, auf jeden Fall. Oh, komm mal gerade zu. Oh, das ist ja geil, wenn man davon geblendet wird. Ja oh, cool. Nein! Er hat mich gerammt! Die blöde Drecksau! Mein Triebwerk! Warte halt eine Minute. Wie soll ich denn bei dem... Wie soll ich denn hier landen? Langsam und vorsichtig. Es ist so dunkel. Ja. Macht Gefühl. Ein guter Pilot braucht kein Tageslicht. Fuck, so, ich sehe echt Sturzflug. Nichts. Wen schnapp ich mir denn? Ein leichter Kreuz oh. Weg. Ich hab eine Einheit zerstört. Ich bin so weit oben. 1200 XP. Das war ja auch ein Schiff. So, ich greife mal so einen Zerstörer an. Ich will mich überhaupt treffen. Nein! Oh, ja. Bei mir brennt alles. Bei mir jault wieder alles hier. Was? Oh nein, ey, irgendwie hat er meinen Piloten direkt abgeschossen. Ich kann nur versuchen, irgendwie auf die Landebahn zu fliegen. Tu es. Aber das finde ich bei dem Spiel echt schön, dass halt diese Tageszeiten kann halt die Map komplett umgestalten. Boah, Leute, ich bin auf der Landebahn. Ich finde es aber auch richtig gut gemacht mit den Scheinwerfern. Also wenn man davon geblendet wird, ist das schon mal passiert? Ich bin gelandet. Aber ich sehe es. Fuck it, und ich werde repariert. Junge, ihr was könnt hattest du denn kaputt? Alle Motoren, alles. Oh. Alles hat mein ganzes Flugzeug hat gebrannt. Ich wurde auch erst habe ich gebrannt und dann wurde mein Pilot erschossen. Leute, ihr könnt mich Billy the Kid nennen. Wir könnten Billy the Kid. Rio the Kid. So, neues Flugzeug, irgendwas auf mich zu. Ich sehe es da unten nicht. Da könnte man doch zu weit entfernen, um mir zu helfen. Oh, Abschusshilfe habe ich bekommen. Ist ja praktisch. Ich habe bis jetzt auch rosa. Kann ich ja jetzt starten. So. Super, und mitten auf der Landebahn steht so ein blöder Typ auf der... Der Gremper. Der A20G. Da steht ein Wrack. Das stimmt, ja, das Licht da unten. Wie aus diesem Osterfeuer. Da kommt übrigens noch ein Typ. Ah, Bomben! Bomben sind gemein. Ja, wenn du startest, schon. Wenn du landest auch. Ich muss mal gucken, ob ich das Gamma ein bisschen höher stellen kann. Du wirst übrigens verfolgt, aber ich bin hinter dir. Ich habe ihn auch schon getroffen. Ich bin kaputt. Ich habe nur die Explosion gehört, aber nichts gesehen, weil wieder mal zu starke Kurve geflogen. Treffer! Oh, der will hier landen. Ich konzentriere mich gerade so hart hier darauf, die Bombe anzugreifen. Es ist einfach übelst dunkel. Das hat die Nacht so an sich. Und der Arsch hat mich abgeschossen, während ich am starten war und am Optionen umstellen war. Eine blöde Drecksau. Ja, ich wusste halt ganz genau, wann du angreifbar bist. Wir liegen aber gerade hinten, ne? Ja, das kann sein. Wir haben auch nur noch ein Schiff. Ach du Scheiße, stimmt. Ich habe auch keinen Bomber mehr bei den Deutschen. Ich hatte nur den Einsturzbomber. Feindliche Bordschütze ist bewusstlos, immerhin. Ich werde als nächstes mal versuchen, den Flugzeugträger da anzuvisieren. Anzuvisieren? Vivisieren, genau. So, und ich sehe wieder nicht, weil... Das ist sozusagen eine Flugzeugträger-Vivisektion. Ich bin gerade voll in so einem Lichtstrahl drin. Ich sehe gerade gar nichts. So, das war nur eine Abschusshilfe. Da unten ist was. KI-9. Ich sehe auch nichts. Ich weiß nur, dass ich relativ hoch fliege gerade. So, jetzt bin ich raus aus dem Lichtstrahl. So, jetzt habe ich auch noch G-Kräfte. Überlassen 9G. Geht ja noch. Ich bin gerade vollkommen... Oh. Ja, das war's Wasser. Ich war vollkommen orientierungslos. Ich wusste nicht, wo ich war. Du warst im Wasser. Scheiße.
Mein Monitor ist eigentlich sogar recht hell. Eigentlich. Doch. Ich habe jetzt schon 2 Hits mit Bomben auf dem Flugzeugträger. Hast du gut gemacht. Ich habe große Bomben dabei. 250 Pfund, glaube ich. Das ist schon nicht schlecht. Und ich sterbe gerade. Komm, ich kann mich noch irgendwo hin retten? Wo haben wir den Flug? Oh, ein bisschen weit weg. Ich versuche auch mal irgendwas zu zerstören. Ich habe eine ganz sanfte Wasserlandung gerade gemacht. Ganz sanft. Hast du denn auch ein Wasserflugzeug? Nein. Ich bin einfach voll ins Wasser geknallt. Ja. Ja, so, ich hatte Überlast und hab einfach nichts mehr gesehen, während ich Überlast hatte. Oh, wir nehmen sogar gerade B ein, das ist gut. Ja. Wir wenden gerade das Blatt. Und auf der anderen Seite ist es genauso wie auf der vorherigen. Da unten ist ein Schlachtschiff. Ja. Was hast du denn angegriffen? Das Schlachtschiff? Ich greife gerade den Flugzeugträger an. Wo ist denn der Flugzeugträger? Die greifen gerade A, B und so. Der ist relativ weit hinten. Ich glaube zumindest, dass das ein Flugzeugträger ist. Ich bin mir nicht sicher. Du kannst doch raufklicken, dann steht da der Flugzeugträger. Oder Schlachtschiff. Battleship. Schlachtschiff. Stimmt. So, ich hole mal wieder A. Fahrwerk raus. Dann greife ich das auch mal an. So, da müssten jetzt 4 Bomben kommen und ich glaube 3 von denen treffen wir auch. Oh, mal gucken, wie ich die Landung schaffe. Oh, mal gucken. Bin ein bisschen schnell. Kurz mit die Nase hoch. Jetzt muss ich eh wieder runter, das war blöd. Oh, wie viele Bomben muss man denn da drauf werfen, verdammt. Na, die sind recht robust, die Schiffe. Bin dafür jetzt ziemlich niedrig geflogen. Und werd auch beschossen. Oh, oh Gott, das wird die schlechteste Landung, die ich jemals gemacht habe. Mein Höhlenruder. Mein Pilot funktioniert nicht mehr. Oh, ich werde geblendet. Komm schon, die Bahn ist gleich zu Ende. Nein. Feuer! Nein. Ach, wenn ich den nicht jetzt getroffen habe, dann weiß ich auch nicht. Ich rolle einfach ins Wasser, die Bahn ist zu Ende. Komm schon, Treffer. Start durch. Nur ein Treffer, ich habe ihn nicht zerstört. Ja. Scheiße. Alter, war das knapp. Wow. Ich bin nicht langsam gerade. Oh. Lande doch lieber bei B. Mein Motor ist aus, ich hab's übertrieben. Mein Motor ist aus. Schon wieder instant rausgeschossen, das ist total geil. Ich dachte immer, im Arcade ist es egal, wie lange du, sag ich mal, auf 109% bist, aber nee, ist jetzt schon mehrfach passiert, dass der Motor einfach ausgeht. Wie jetzt zum Beispiel. Ich segel gerade in Richtung Küste, fahr mal mein Fahrwerk aus, vielleicht kann ich noch eine weiche Landung kriegen. Das ist nicht egal. Landen. Ja, hab ich jetzt auch schon gemerkt. Und? Also nee, toll, die Karte sieht man nicht, das ist zu dunkel einfach. Ich wollte so schnell am Strand landen und hab mich noch überschlagen. Los, Fred. Was kann ich sein? Ich brenne. Du brennst? He's on fire. Warum brennst du? Warum machst du sowas? Ich versuche gerade, ich bin gerade irgendwie, ich habe eine ganz komische Position. Lecker. Und ich stürze gerade ab. Ich sehe dich da hinten. Ich bin in deiner Nähe, ich bin nur 6,5 Kilometer entfernt. Was explodiert hier gerade bei mir? Das bin ich. Ich weiß, explodiert hier bei mir, das bin ich. Wo ist denn jetzt der Typ hin? Da hinten ist er. Oh, der brennt schon. So, wollen wir uns noch B holen, wa? Nein, Motor aus. Motor aus. Ich habe auch keinen Motor, geht schon alleine aus. Ich habe nämlich kein Benzin mehr. Na gut. Ei, wie viele Rote sind denn hier gerade bei uns? Ich flieg gerade zu B, um da wieder einzunehmen. Hier sind zu viele Bäume. Hier kann ich nicht landen. Wie viele sind denn hier? 5. Dich. Haben die noch Ziele? Das gibt's doch einfach nicht. Ja, die haben noch 2 Ziele. Dann lade ich mich Bomben hier auf meinen Flieger. Und ich krieg nur Abschusshilfen. Meine Fresse, ey. Was für eine Scheißrunde schon wieder. Meine Güte. Kann das sein, dass es Tag wird? Ja, so langsam. Es wirkt so. Das finde ich ja krass, dass es sogar dann Tageswechsel während des Spiels verläuft. Schon ganz gut. So, schau mal, was machst du da unten? Ich lande auf B. Das kann doch nicht sein, dass so viele da an dem... scheiß Flugplatz schon wieder sind. Ah, ist nicht mehr, gehört nicht mehr uns. Ich weiß, ich habe auch jetzt schon richtig viele Flieger verloren. Einmal durch einen Direktabschuss, dann wurde ich direkt in Brand gesetzt.
Das ist unschön. Ich war so schön beim Landen und dann wurde ich abgeschossen. War so ein schöner Landeanflug hier. Jetzt habe ich nicht mehr Flugzeuge. Wo haben wir denn mal jemanden von euch beiden? Wollen wir denn... Wer kommt als erstes? Wer kommt als erstes? Your father, Fred Vorlaut at youtube.de. So, HUD ausblenden. Ja, ich mach gerade, ich will gerade hier die, du guckst mir zu, du nimmst auch auf, ne? Das heißt, ich muss hier Kunstflug machen. Ja, mach doch mal L, drück mal L. Wenigstens ein Treffer. Was passiert, wenn man L drückt? Drück L. Ey, das gibt's doch nicht, warum bin ich denn hier allein über dem scheiß Flugfeld? Ah ja, oh, stimmt. Na, sieht man in der Nacht allerdings nicht so schön. Es ist so beschissen, ey, einfach. Wie hinter mir, weiß ich nicht. Lol, der hat mich gerammt. So. Schön hier eine schöne Anflugbahn wählen. Machst du gut, Fred. Machst du sehr gut. Ach ja. Die Todeslaserstrahlen aus. Ich habe auch keinen Flieger mehr. Auch nicht. Ich guck grad Fred so, wie er hier sehr dezent anfliegt. Vielleicht wahrscheinlich nach links abdreht und einen Sturzflug dann. Mit welcher Taste macht man das HUD aus? Ja, da ist ein Knopf, HUD ausblenden. Achso. Mit was fliegst du denn da? Und Padauts! Gucken wir mal, ob es da explodiert. Wo ist denn das Schiff? Da. Irgendwas hat Bumm gemacht. Mhm. Und das hat sogar auf dem Flugzeug Bumm gemacht. Auf dem Schiff Flugzeug. Mhm. Ist ein Seeflugzeug. Muss ich allerdings 6 Minuten warten, bis ich nachgeladen werde. 6 Minuten? Aber diesen Jägern ist das normal. Haha, ich kann ja aber kurz hier. Lande mal. Los, fahr weg raus. Komm, runter, runter, runter. Oh, Fred, so. Du hebst wieder ab. Ja, ich will ja nur einmal durchstarten. Das war ja nur für euch. Ah, danke. Ah. Nur für die Kamera, nur für die Kamera. Dann fliege ich mal zu A und versuche da mal ein bisschen was zu reißen. Ah! Du wirst übrigens verfolgt. Merke. Ach, das ist so eine Jack. Ja, ich mache riskante Manöver. Nämlich gerade nach oben fliegen. Ich sehe es und der ist gerade hinter dir. Da kommt noch einer. Ich habe gerade alle Flügel verloren. Wie es sich zerrissen hat. Das war ja sehr riskant, das Manöver. Ja gut, dann können wir eigentlich schon wieder zurückgehen. Aber ich möchte den Absturz hier wenigstens noch miterleben. Ja, den kriegst du auch noch hier mit. Ich nicht. Bop, 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 bop. Ja gut, das war's. Schieß den Boden ab. Für diese Folge aus einem Nachtlevel mit einem unglaublich schlechten Spiel von mir. Und bis zum nächsten Mal. Euer Rio, ciao. Was denn? Tschüss. Denn dann und tschüdelü.